Ja, Freunde, dann lasst uns mal loslegen, in den Abend hinein gleiten. Wir haben ein bisschen was vor uns für heute. Wir fangen mal mit einer krassen Reaction an. Auf ein Game, das mich wirklich überrascht hat, ja. Ja, dann lasst uns mal rüber in die Chill Out Just Chatting Scene. So, ja. Und damit hallo und allerherzlichst willkommen zu meinem Selectrix Live Stream. Und ja. Wir wollen den Abend mal mit einer Reaction auf ein Video beginnen, das Next Gen oder die Bezeichnung Next Gen auf jeden Fall verdient hat. Und ja, also das hat mich so beeindruckt, dass ich jetzt gedacht habe, ich werde jetzt hier nochmal live reacten und den ein oder anderen von euch nochmal darauf hinweisen, der das Game vielleicht noch nicht kennt, das auf jeden Fall auf seinen Merkzettel im Hinterkopf zu behalten. Also ja, wenn das Gamer released wird, das wird bestimmt ultra krass. Ja, also dann Black Myth Wukong Official Unreal 5 Engine, ne, Unreal Engine 5 Trailer. Let's go. Ja, und also so viel muss ich sagen, dieses Spiel sieht tatsächlich schon aus nach 2020 oder so. Richtig krass. Sieht doch allein mal die Details sein, also wenn das Spielgrafik ist, ey, leck mich fett. Und ja, also Unreal Engine 5, das wird ein richtig krasses Ding. 与成前人未竟之业，修功德圆满。你执着后世传颂之名。 Wenn ich mir vorstelle, sowas aufzubauen in so einem, ja, in so einem Editor Realm, ne? Also es ist geil. Das ist fotorealistisch. Kann man sich fast nur noch mit der Engine beschäftigen und Fotografie völlig außen vor lassen. Alter, krass. Schaut euch mal diese Schildkröte an. Ah ja, ein was muss ich noch machen, genau. Wir kopieren mal den Trailer hier rein, damit auch jeder selbst das Video anschauen kann in voller Länge auf dem seinem eigenen PC. Und ja. So, also dann weiter. Aber krass, also wenn du solche Materialien und sowas in diese Engine aufbauen kannst. Also ich habe jetzt auch tatsächlich ein bisschen mich mit Blender beschäftigt. Ja, bin jetzt da so ein Anfänger, aber vielleicht soll ich dann doch nochmal Unreal Engine 5 mir reinziehen. Wenn ich das sowas bauen kann, aber je nachdem, was das für ein Aufwand ist halt, ne? Also wenn das in der Grafik, ja, meinetwegen nur Full HD, 60 FPS läuft, das wäre der Wahnsinn. Das
Wasserdepth. Ja, 1080p 60. Man könnte sogar noch auf 4K stellen. Einfach nur krass. Schau dir die Details an und oh, ist das Hammer, Mann. Da dürfte ich mal den Awesome Button smashen für die Details, oder? Weiter geht's. Ja, wo ich bloß dann gespannt bin, ob es jetzt eher so ein Game wie God of War wird, also schon eher so actionlastig, oder ob es dann so ein Souls-like-Ding wird, wo du dann richtig taktisch, ja, jeden einzelnen Gegner so weit aufarbeiten musst, dass es, ja, richtig anstrengend wird. Also God of War war jetzt auch nicht einfach, aber so ein Souls-like ist schon mal eine ganz andere Nummer. Öfter seinen Apfel hier. Gut, der Schnee, der bewegt jetzt nicht so hyper-realistic, ne? Aber die gesamte Szene drumherum, das sieht so krass aus. Ja, bisher habe ich schon so eine Sturmszene in Unreal Engine 5 gesehen und es sah auch fotorealistisch aus. Und ja, aber das ist jetzt tatsächlich so das erste Game, was ich tatsächlich mal im Realtime sehe, was ähnlich krass ausschaut. Das ist der Wahnsinn. Hammer. Ist er den voll? Ja. Ich muss aufpassen mit der Cola, ne? Sonst verwandle ich mich auch in so einen Monkey. Ja, nicht gesponsert. Hänge ich einfach gerne. Nee, also ich muss sagen, ich bin sehr beeindruckt von dem Game bisher, was man so gesehen hat. Vor allem, also wenn ich es jetzt richtig verstanden habe, es ist ja noch Re-Alpha. Irgendwann 2023 oder was soll das erscheinen? 2023 steht jetzt hier, ja. Also Wahnsinn. Spätestens 2023 brauche ich die PlayStation 5, Leute. PlayStation 5, I'm coming here. Aber keine Ahnung, was für ein System das released wird. Aber krass, wie das ausschaut, ey. Ich meine, wenn ihr das jetzt noch nicht kennt, ne? Es ist jetzt so ein erster Gegner sozusagen, was da für krasse Dinger kommen, ey. So ein God of War auf Steroids, ey. 动不如静，有财无命。
Das ist auch ein geiles Ding. Der hat bestimmt irgendwas gesagt, so, ja, bin mal gespannt, ob du mir folgen kannst. Schaut euch diese Details an, ne? Ich hab's jetzt nur auf 1080p, aber es sieht schon hier so krass aus mit diesen Lightning-Effekten und was weiß ich alles. Hammer, Mann, Hammer. Und jetzt die Szene mit dem Drachen. Ach du Scheiße, was ist das? Geil. Und ich meine, wie krass ist die Szene? Die kämpfen auf gefrorenem Eis und es ist dann auch scheinbar ein Schnee- oder Eisdrachen. Oh, meine Güte, ist das geil, Mann. Gib mir den Controller, ich will zocken, ey. Geil. Effekte und alles, ne? Hammer. Vor allem Realtime, wenn ihr euch mal mit Blender oder Unreal Engine oder was beschäftigt habt, es dauert immer ewig zu rendern, wenn du irgendwelche Wasser- oder Partikeleffekt hast du da alles in Echtzeit. Das ist der Wahnsinn. Ja, also ich bin so ja, als Gamer und so ein bisschen als ja Graphic Designer kann man nicht sagen, da habe ich noch zu wenig Skills, aber ja. Als Inder sind auf jeden Fall sehr, sehr beeindruckt. Wahnsinn. Ja, meine Skills bewegen sich im Rahmen von diesem Außenbutton. Von dem her, das ist so krass. Und ohne Scheiß, diesen Awesome-Effekt, den habe ich also locker 1-2 Stunden hat es gerendert. Bis dem krass. Wenn du dann sowas in Realtime spielen kannst. Hai-ji-de-yu-lan-hui-shang, Shi-zun-shuo-gu. Zhong-sheng-zhi-ku, du-yin-bu-shou-ji-lü, fang-qing-zong-yu. Yao-wa-shuo, fang-pi. Der Schwede, Mann. Ja, meine einzigste Befürchtung ist, dass das Game halt so krass hart wird, wie die ganzen Demon Souls oder sowas. Da habe ich dann schon sehr gestruggelt. Habe auch keins von den Teilen durchgespielt. Ja, und diese krassen Kreaturen, ne?
sah ein bisschen aus wie von Primal Rage. Die ganzen Buddhas oder was? Ich verstehe es ja leider nicht. Also wirklich Hammer. Black Myth Wukong. Ja. Epic Games, Unreal Engine 5. Meine Güte, diese Details, das ist der Wahnsinn. Wenn man sich dieses Schild oder dieses Material, dieses Metall anschaut, dann diese Berglandschaft, diese Partikeleffekte und alles, es ist der Wahnsinn. Also, ja, Freunde, spätestens dann, wenn das rauskommt, will ich auch eine PlayStation 5, Leute. Ganzen Scalpers. So. Black Myth Wukong. Ja, also ich bin tatsächlich sehr schwer beeindruckt. Hier mal ein Hardly Awesome The Black Myth Wukong. Ja. Und ja, also von der Grafik her richtig krass. Also ich glaube, ich habe auf der Unreal Engine 5 bisher noch nichts Besseres gesehen. Das kommt wirklich nah an diese Sturmsimulation dran, wer das mal suchen will. Storm Unreal Engine 5, das sieht auch schon sehr fotorealistisch aus. Aber das sah halt gerendert aus. Aber sowas als Spielgrafik. Wahnsinn, also ja, ein bisschen müssen wir noch drauf warten, aber also wenn wir bisher Spiele aus der Episode 2010 haben, dann ist das auf jeden Fall aus der Episode 2020 richtig krass und ja, vielleicht muss ich mal schauen, wie kompliziert das ist oder ob mein PC das packt, aber vielleicht lohnt sich das dann auch mal, sich statt, oder was heißt statt, zusätzlich zu Blender hier auch mal die Unreal Engine 5 anzuschauen. Da gibt es ja dann auch den eigenen Editor, den man sich runterladen kann über den Epic Games Store. Und ja, ich glaube auch kostenlos. Beziehungsweise, man braucht ja den krassen PC, aber ja. Heftig auf jeden Fall das Ding, heftig. Ja. Okay, den einen oder anderen hat es vielleicht nochmal interessiert. So, ja. Dann würde ich mal sagen, wir switchen die Szene auf DBD runter. Und ja, zocken noch ein bisschen. Wird bestimmt cool, Leute. Ja. Ich ändere die Szene. Bleibt gerne dabei.